Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsformat hier auf unserem Kanal. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, warum es mein Lieblingsformat ist. Also ich war mit Julian schon mal in der CrossFit-Box und im letzten Video oder in der letzten Folge hast du mehr geschwitzt als damals. Kurz, um euch abzuholen, worum geht's? Die beiden waren bei Selgros einkaufen für den jeweils anderen. Und Julian wusste letztes Mal nicht, was Hannes gekauft hat. Hannes weiß heute nicht, was Julian für ihn gekauft hat. Und du hast heute 20 Minuten Zeit, das Ganze zu vergrillen. Aber bevor es losgeht, wie immer, drei Fragen. Okay, bevor es losgeht, erkläre ich dir und euch auch nochmal die Regeln. Also, du startest mit 10 Punkten rein. Jede Minute, die du von den 20 Minuten zu lange brauchst, wird dir ein Punkt abgezogen. Ich stelle dir jetzt gleich drei Fragen. Jede Frage, die du richtig beantwortest, da kriegst du einen Bonus für. Für jede Frage, die du falsch beantwortest, wird dir ein Punkt abgezogen. Solltest du schneller sein als 20 Minuten, kriegst du für jede Minute, die du schneller bist, einen Punkt dazu. Soweit zu den Regeln. Jo. Verstanden? Läuft. Ja. Bin okay. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Sehr gut, sehr gut. Weißt du, welches unser erfolgreichstes Video ist auf YouTube? Weißt du? 3, 2, 1 Rippchen. Richtig, aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, welches ist unser dritterfolgreichstes Video auf unserem YouTube-Kanal? So ein Oberhitzegrill-Video, Sizzlezone. Leider knapp daneben gelandet, sind wir in den Trends gelandet. 5 Fehler beim Gasgrill. Oh. Bei der zweiten Frage kannst du dir jetzt erspielen, ob du den Grill vorheizen kannst oder ob du mit einem kalten Grill starten musst. Zweite Frage, wie viele Abonnenten haben wir zurzeit plus minus 500 auf Instagram? Ich sage 85.000. So knapp. Also bis vor kurzem war es doch so. Wir haben 87.500 tatsächlich. Ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, du liegst hinter, Julian. 2 Punkte jetzt schon Abzug, ne? 2 Punkte super. Abzug und kein vorgeheizter Grill. Also super. Du hast noch eine Chance. Und da setze ich tatsächlich auf dich. Hannes macht bei uns viel Buchhaltung. Die letzte Frage, damit kannst du dir eine Minute plus erspielen. Wie viele Bestellungen hatten wir in unserem Online-Shop plus minus 1.000 im Jahr 2022, also letztes Jahr? Echt, das weißt du nicht? 30.000. 30.000? Also Hannes kennt unsere Zahlen nicht. Es sind tatsächlich 46.000 Bestellungen im letzten Jahr gewesen. Okay. Leider muss ich dir sagen, startest du mit 3 Minuspunkten rein. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Ja, jetzt kommt die Box. Ich habe hier richtig geiles Zeug vorbereitet. Also erstmal muss ich sagen, beim Einkaufen habe ich sehr viel Spaß gehabt, denn ich habe eine Zutat gefunden, die habe ich lange nicht mehr gegessen. Die sind hier drin. Das sind Black Tiger Garnelen. In der Zubereitung kann das ganz easy sein. Du kannst ja aber auch richtig einen abbrechen. Ich bin gespannt, was Hannes machen wird. Dann ein ungefähr 4 cm dickes, riesiges Steak, wo ich mir denke, Moment mal, wie soll er das bitte in 20 Minuten schaffen? Ansonsten Brot ist optional, kann man ein bisschen was reichen, ein bisschen was Frisches hier. Und wenn er möchte, könnte er die Garnelen mit Pecorino überbacken. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wenn er das Steak sieht, ist er eigentlich schon raus. Wenn er dann das Steak weglegt und dann das aufmacht, dann müsste er eigentlich sofort Feierabend sein. Welcome to your mystery box. Hä, hast du auch Fisch geholt? Oh, nee. Aber was soll ich mit Mehl, Pizzamehl? Ich back doch jetzt nicht noch. Okay, die Zeit geht schon los, ne? Was sagst du denn überhaupt zu meinen Zutaten? Ja, Steak sieht gut aus. Fisch weiß ich noch nicht, was da drin ist. Ach, du ahnst nicht. Black Tiger Garnelen? Jo, Black Tiger Garnelen. Oh Gott. Oh. Da war Wasser drin, wissen viele nicht. Ich habe ja relativ viele Jahre meines Lebens im Studium verbracht und habe es nie gelernt, vor einer Prüfungssituation nicht aufgeregt zu sein. Deswegen warst du eben noch auf Klo. Du musst zumindest den Grill vorheizen, nur für den Fall, dass du ein Steak schaffen willst. Komm, 2 müssen reichen, mehr schaffe ich gar nicht in der Zeit. Weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, warum ich mit Knoblauch anfange, weil normalerweise müsste ich mit der Zwiebel anfangen. Oh. Viele wissen es ja nicht, aber ich habe sehr viel Kraft. Boah, da kann ich nicht hingucken. Ne? Ich hab bei Hannes habe ich immer Angst. Das ist so, das muss reichen an Zwiebel, wunderbar. Man braucht ja nicht immer Unmengen, wisst ihr, ich mache natürlich auch eine kleine Menge hier. Na, ich habe Angst um dich, das ist ja alles. Dieses Format ist gar nichts für mich. Also ich sag mal so, es riecht hier so ein bisschen wie aus einer Olivenölplantage. Oh, geht echt gut klar. Ja, das ist super, ich bin auf Stufe 1. Warte mal, stopp. Aber du machst erstmal Soßen, dann das Steak. Circa eine Stunde in kaltem Wasser einweichen, perfekt, die Zeit habe ich eh nicht. Doch, Pfifferlinge hätte ich aber auch schon gern gesehen, muss ich sagen. Ich schmeiß da jetzt ein paar von mit rein. Was ist das für ein Zeug hier? Roasted Garlic and Soy, oh, Glaze für Steak, cool. Apropos Steak. Ich grill es einfach an. Sizzlezone ist heiß. Das passt so. Knobi rein. Ach komm, was soll's. Ein paar Pilze rein.
Hier, gute Reise. Das wird bestimmt super schmecken mit trockenen. Für einen Crunch. Trockene Pilze für einen Crunch. Mensch! Ich habe auch alles durcheinander. Auf der Sizzlezone ist das Timing das A und O. Wissen ja auch viele nicht. Fast perfekt. Ein bisschen dunkel sind sie schon geworden, aber das geht noch durch den TÜV. Spannender Funfact. Wenn hier so Fett dran ist, was so schön gelb wird, ja, auch von außen, wenn du so ein Steak kaufst und du hast so einen gelben Fettrand, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass das Tier relativ viel Gras auffressen konnte über die Zeit, wo es gelebt hat. Und beim trockengereiften Fleisch hat man dann sehr intensive Noten. Mensch, das machst du aber klasse. Ich gehe hier weg. Ey, was ist denn das? Du hättest dir auch kein kleineres Steak aussuchen können, ne? Wie soll ich das überhaupt durchkriegen? Aber egal, wir mögen es ja blöd, also wenn es richtig schön roh ist in drin. Ich möchte es eigentlich nur einmal anbraten, dann ist das Steak in der Theorie schon fertig. Die ist auch doof, die Spitzhacke. Ja, wunderbar, ein indirekter Bereich. Lege ich mal dahin, wunderbar. Black Tiger, ach du Scheiße, die habe ich auch noch. Surf and Turf, ist natürlich super. Machen wir eine schöne. Ey, sehen die nicht geil aus jetzt mal? Die sehen fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob man die vorher behandeln muss. Ich lege die Black Tiger Garnele einfach mal hier mit rein. Hier ist Hitze, wunderbar. Die kann auch so vor sich hin purzeln. Ein bisschen Salz. Ich behaupte, du kannst zwei Sachen besonders gut. Soße und Kartoffelpüree. Einmal in einen kalten Topf, damit das Öl nicht zu heiß wird. War natürlich im Prinzip, kann man sagen, so geplant. Dass du noch die Zeit hast, Sachen abzuwaschen, das bewundere ich. Also ich werde gleich das Steak, weil ich das niemals gar kriege in der Zeit, werde ich das gleich irgendwie schon mal aufschneiden, roh, in Scheiben und dann die Scheiben in Butter mit ein bisschen Knoblauch schwenken. Ich mag mein Steak ja am liebsten schön durch. Wenn es nicht ganz durch, sondern Medium oder so ist, ist es natürlich auch okay. Aber ich will hier keine falschen Erwartungen machen. Am liebsten esse ich es durch, das sage ich jetzt schon mal vorweg. Ist dann ja kein Fehler, das ist ein Feature, das kann jeder ja so machen, wie er es am liebsten mag, weißt du? Also, oh, ganz schön warm hier hinten. Ach, du ahnst es nicht, es verbrennt. Ach, du Kurzer Break. Es gibt eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird. Und zwar die Frage, Jungs, kann man mit euch mal mitgrillen? Jetzt ist das Ganze möglich. Und zusammen mit Selgos haben wir uns überlegt, dass wir zwei Wildcards verlosen. Bedeutet, ihr habt die Chance, hier vor Ort mit uns gemeinsam zu grillen. Das Ganze wird in einem Livestream-Event enden. Wenn ihr euch auf die Wildcard bewerben wollt, dann folgt einfach dem Link in der Infobox oder dem angepinnten Kommentar. Und ganz wichtig ist, bitte nur mitmachen. Wenn ihr wirklich Bock habt, hier vor Ort mit abzureißen, wenn ihr sagt, leider keine Zeit, aber ich traue mich nicht. Es gibt zusätzlich noch ein Gewinnspiel, da könnt ihr noch einen Grill gewinnen und ein paar Sachen von uns. Checkt gerne mal die Links ab und jetzt geht's hier weiter. Verbrannt. Ich muss es komplett neu ansetzen. Ja, wichtig ist die kleine Stufe. Immer noch viel zu heiß, das sind egal. Jetzt muss es schnell gehen. Oh, es nervt mich gerade, so ein dummer Fehler. Ich habe nur auf einmal das Verbrannte hier gerochen. Denke, was riecht denn hier so komisch? Du bist nach wie vor siegessicher, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Super. Du hast einen Meter Grillfläche da, ne? Und du nutzt die komplett. Finde ich gut. Was machst du denn da? Ja, ich mach alles neu und das alles und schnell. Hier, was ist das hier? Parmesan? Nehmen wir. Wenn der Panzer von so einer Garnele verbrennt, ne, das riecht immer relativ unangenehm. Ja, das ist aber kein Problem. Okay. Der darf ruhig verbrennen. Den willst du ja hoffentlich nicht essen. Ich will ihn. Oh, das wäre jetzt der Super-GAU gewesen. So, Freunde der Sonne, jetzt schneide ich ein komplett rohes Steak auf, weil ich es kann. Aber jetzt mal ohne Spaß, das sieht irgendwie auch lecker aus, ne? So ein bisschen. Ich hoffe, die sind nicht so dick, die Scheiben. Komm, ich mache auch noch mal zur Sicherheit ein, zwei dünnere, dann kann ich nachher die richtigen rauspicken. So, dann nicht. Dann hört nicht. Ich habe sonst noch ein paar Kräuter. Ha! Also ich weiß nicht wieso, aber es sieht irgendwie lecker aus. So das Steak in der Butter sieht schon ganz geil aus. Ich habe das Steak jetzt aufgeschnitten und in der Butter gegart, damit ich es eventuell noch schaffe, in der Zeit fertig zu kriegen. Also zumindest ein bisschen weiter als roh, weil im Moment war es noch roh. Noch, ob ich mit diesem Farina-Mehl andicken kann? Versuch mal klug. Schütt einfach mal ein bisschen Mehl rein. Ein bisschen Mehl muss sein. Oh ja, es geht. Ein bisschen Pfeffer. Ich muss gleich auch mal nach meinem Steak gucken. Lachsgewürz ist mit vielen Kräutern, deswegen mache ich auch ein bisschen Lachsgewürz noch hier so in die Butter einfach rein. Oh, wird schmecken, bin ich mir doch recht sicher. Fehlen natürlich ein bisschen die Röstaromen, aber ich glaube am Ende wird das Steak so schmecken. Du bist echt höchstgradig konzentriert, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass die Ruhe selbst. Was machst du jetzt noch? Oha, okay. Bisschen aufsaugen, bisschen antoasten.
Die Soße ist, glaube ich, oh, die brennt schon wieder an. Perfekt. Ah, die ist okay, ist eine käsige Soße, wunderbar. Oh, der Pfifferling ist weich geworden. Boah. Uhrzeit? Uhr? Du bist jetzt schon etwas drüber. Oh, ich bin schon drüber. Das sind die Easy Peel. Das sind die Easy Peel Garnelen, ne? Oha. Hatten die da oben drin? Hat die Rogen da drin? Ach komm, die soll sich der Gast selber peelen. Ist aber. Oh! Also sieht aber gelungen aus. Bisschen Alex, mach dich bereit. Ich vermute, er wird gleich die Zeit stoppen. Ja, das ist eine sehr dicke eine Käsesoße. Weiter geht's. Noch nicht ganz stoppen. Ah. Jetzt aber. So. Johannes. Großartig. Ey, du hast ja richtig Schweiß auf der Stirn. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 4 Minuten 7 Sekunden drüber. Also 4 Punkte Abzug. 4 Punkte Abzug. Das heißt, du bist mit 7 Punkten reingestartet. Das heißt, du hast 3 Punkte, richtig? Perfekt. Dann können wir uns auf ein faires Unentschieden einigen. Ihr habt ja vielleicht den ersten Teil gesehen. Wenn nicht, könnt ihr den auf jeden Fall jetzt mal anschauen, weil der war sehr sehenswert. Und dann hier unter diesem Video einmal kommentieren, wer der optische Sieger für euch ist. Könnt ihr auch gerne unter dem anderen Video kommentieren, aber das würde mich mal interessieren. Ey, ohne Witz, ich finde es richtig gut, was du da rausgezaubert hast. Das Krasse ist, man muss sich vorstellen, diese Herausforderung liegt darin, in der Kürze der Zeit. Wie man sieht, ist ja hier auch alles durcheinander. Was zu zaubern, was passt. Und ich muss sagen, das sieht ziemlich gut aus. Ich probiere zumindest mal hier schon mal das Ding. Was sagst du zur Easy Peel Garnele? Ja. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.